Hallo, in diesem Video möchte ich euch die Zahlenmauer zeigen, wie man sie schon in der ersten Klasse der Grundschule macht. Was mir ganz wichtig ist, am Ende sollt ihr verstehen, wofür man die Zahlenmauer braucht, wie ihr selbst Aufgaben lösen könnt und danach gibt es auch noch einige Tipps und Tricks, wie ihr das Ganze selbst lernen könnt. Ganz wichtig, die Zahlenmauer wird manchmal in der Grundschule auch als Zahlenturm oder Zahlenpyramide bezeichnet. So, wie funktioniert das Ganze? Man hat hier Steine, daher nennt man das ganze Ding ja auch Zahlenmauer. Und unten stehen erst einmal Zahlen drin, also zum Beispiel 1, 2 und 3. Und das Ziel ist es, hier jeweils die Summe zu bilden. Also in diesen Stein hier kommt 1 plus 2, also 3 rein. Das kann man sich auch nochmal verdeutlichen, indem man das hier nebenhin schreibt. Und in diesen Stein 2 plus 3, also 2 plus 3, ergibt dann 5. In den obersten Stein hier kommt dann die Summe aus den beiden Steinen unten drunter. Also Summe bedeutet plus rechnen. 3 plus 5, 8. Wem es hilft, der kann das noch daneben schreiben. 3 plus 5 gleich 8. Was soll das Ganze? Nun, Schüler sollen einfach lernen, wie man rechnet, auf gut Deutsch. Und das soll eben nicht nur so aussehen oder so, sondern auch mal optisch ein bisschen anders da aufgebaut. Und das dient dann auch dazu, dass man die Aufgaben ein bisschen anders stellen kann. Das sehen wir uns aber gleich auch noch an. Also, die Summe jeweils in den Stein oben drüber. 1 plus 2 gleich 3, 2 plus 3 gleich 5 und 3 plus 5 gleich 8. Machen wir noch ein zweites Beispiel. 2 plus 1 ergibt 3, also die 3 hier hin. 2 plus 1 gleich 3. 1 plus 2 ist ebenfalls 3, also 1 plus 2 ist 3. Und hier oben im Dach 3 plus 3 ergibt 6. Die Aufgabe kann allerdings auch etwas anders aufgebaut sein, und zwar wenn die Zahlen weiter oben gegeben sind. Also zum Beispiel eine 6 ganz hier oben und hier unten drunter in dem Stein eine 3. Und dieser Stein hier, der soll dann ausgerechnet werden. Also 3 plus irgendetwas gleich 6. Und das kann man auch wirklich ausrechnen. Also 6 minus 3 ergibt das hier. 6 minus 3, das ergibt 3. Also kommt hier eine 3 hin. 3 plus 3 gleich 6. Dasselbe Spiel hier unten. Was kommt hier hin? Wir haben hier eine 3 weiter oben und eine 1 unten. Also 3 minus 1 ergibt dann 2. Und hier fehlt noch eine Zahl. 3 minus 2 ergibt ebenfalls 1. Das können wir jetzt wieder kontrollieren. 1 plus 2 gleich 3, 2 plus 1 gleich 3 und 3 plus 3 gleich 6. Sehen wir uns noch ein Beispiel an. Wir haben hier oben eine 10 und hier eine 4. Also 10 minus 4 ergibt diesen Baustein hier, also dieses Mauerstück. Oder diesen Stein, je nachdem wie ihr es nennen wollt. 10 minus 4, das ergibt 6. Also kommt hier eine 6 rein. Irgendetwas plus 2 gleich 6. 2 plus irgendetwas gleich 6. Oder eben 6 minus 2. Das ergibt 4. Und hier drüben 2 plus irgendetwas gleich 4. Oder umgekehrt. 4 minus 2 gleich, naja, 2 eben. Das können wir auch wieder kontrollieren. 4 plus 2 ergibt 6. 2 plus 2 ergibt 4. Und 6 plus 4 gleich 10.
Wie kannst du das Thema nun selbst üben? Naja, ganz einfach. Ich packe dir unter dieses Video noch Übungsaufgaben mit Musterlösungen. Die kannst du mal selbst rechnen, nur dadurch wirst du fit, und noch ein paar weitere nützliche Links.